Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Mit dabei der Mulle. Hallo. So, wir haben endlich einen Fortschritt gemacht mit der Rune. Gar keinen. Pff, ist auch ein Fortschritt. Nein, eigentlich nicht, aber... Hey, zum Ernst, wir haben in mehreren Foren nachgeschaut, in Wikis, wir haben uns Videos angeschaut und irgendwie will die Kacke nicht klappen. Ich habe ein Video von einem russischen YouTuber angesehen und bin nicht weitergekommen. Und Russen wissen das jetzt nicht. Ich meine, das sind Nuklearforscher oder so ähnlich. Ja. Aber na gut, wir lassen dem Ganzen jetzt erstmal was Zeit, weil wir gesehen haben, dass das einfach mal mit Mana was macht. Bin auch nicht währenddessen gerade wieder Erz am Verarbeiten. Meine alte Macke fällt mir gerade wieder auf. Auf jeden Fall, dann wollten wir jetzt was anderes machen und ich höre noch einen Enderman porten. Enderman, okay. Ja, Enderman. Guck mal. Enderman, der große Welten, dein Held. Warte, der größte Welten deiner Held? So ähnlich. Ich hab das echt drauf, oder? Ich hab ihn gefunden. Dann glaub ich tot. Nix. Nutz wenigstens zu Ende. Mach ich gerade. Wo ist er hin? War gerade vor mir. Da schon Mülle spielen mit dem Enderman. Enderman gewinnt. So was ist das Mistding? Ich hätte die scheiß Perle. Wenn ich sie aus seinem Anus rausschneiden muss. Okay, wir machen dann jetzt heute mal ein bisschen hier mit weiter. Und zwar machen wir die Travel Anchor. Wir brauchen dafür Pulsating Crystal, die aus Pulsating Iron gemacht werden, die aus einem Iron und einer Enderperle gemacht werden. Iron haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Mache ich einfach mal gerade 3 Pulsating Iron und das Gold brauchen wir eigentlich gerade ganz ehrlich gar nicht. Gold haben wir schon to the max. Jetzt im Ernst, wir müssen irgendwann mal wieder Hardcore Eisen farmen. Eisen geht uns echt aus. Ja. Wir haben nur noch einen Stack an 6. Das ist etwas wenig. Wie kriegen wir Eisen? Komm nicht ins Haus rein. Tja, das ist ein klares Zeichen dafür, dass du ein Noob bist. Das ist blöd. Als Mauer oder ich mach mir Platz, um reinzukommen. Oh Gott, du hast echt so viel Langeweile. Ich glaube, dafür muss ich 3x3 Blöcke rausknüppeln, also. Oder du lässt es sein und gehst als Mensch rein. Nein, das ist für so Kackenups. Naja, wie auch immer. Mensch, das ist langweilig, wenn dann irgendwas Spannenderes. Gut, wir brauchen auf jeden Fall, wie gesagt, einen Pulsating Crystal war das, glaube ich. Jawohl. Dann brauchen wir Conduit Binder und 4 Ironie. 4-mal Ironie, bitte. Und wir haben einen Travel Anchor. So, den wollte ich dann eigentlich hier so hinsetzen. Und, ach Gott, mein Inventar hat sich so wieder so wunderbar sortiert. Nicht. Gut, auf jeden Fall. Hier kommt's raus. Wir haben ein Schafenhaus. Und den Travel Anchor stopfe ich jetzt mal gerade hier rein. In die Painting Machine. Und wir haben einen gepainteten Travel Anchor. Setze ich mal hier hin. Jetzt mal hier reinschauen. Ich setze mal einen Namen. Das ist jetzt der Eingang. Ich frage mich doch ganz ehrlich, wieso das Eukalyptus Plank angezeigt wird. Hier ist Sakura Plank. Wo ist das Travel gefixt jetzt? Quasi hier in der Mitte. Wenn du einfach mal da drüber gehst, merkst du. Ach so, ich sehe es. Ist da irgendwas, wo man draufsteht? Und du hast keine Ahnung, was das macht, ne? Ich würde sagen, es ist zum Porten. Oh, da weiß es doch. Ich dachte, er wäre nicht so schlau. Das Ding hat Travel im Namen. Was erwartest du? Dass du kacke in Englisch bist? Schon, aber nicht so kacke. Wir sprechen dann mal bei der nächsten Englischstunde. Auf jeden Fall, der nächste Travel Anchor ist jetzt auch schon fertig. Der wird dann jetzt hier hingesetzt und den geben wir nochmal den Namen erste Etage. Ja, sehr kreativ. So, wenn wir jetzt einfach hier drauf gehen und uns einen aussuchen und dann springen. Können wir ganz easy uns porten, aber ich frage mich, wieso ich jetzt auf der... Wie portet man sich?
Du stellst dich jetzt einfach hier drauf, schaust darauf, wo du hin möchtest, das ist in unserem Fall die erste Etage, und springst. Oh. Ist aber auch keine Level, das finde ich besser als die Elevator. Ja gut, mit Level ist das Mist. Bin ich etwas zu hoch? Du schaust jetzt einfach hier wieder runter, da siehst du den Eingang. Und wieso? Ja, mäßig. Musst du vielleicht was versetzt setzen? Ist, glaube ich, besser, wenn wir das mal machen. Na gut. Okay, wenn man es drauf anlegt, geht's, aber ist nicht gerade elegant. Ich hab dich jeder wünscht dabei. Kann es einfach aufgebaut werden? Geh mal weg! Kusch! Okay. Dann setze ich das jetzt einfach mal hier hin. Aua. Ah, das braucht natürlich auch wieder einen richtigen Namen. Und dann sollte das jetzt... Jawohl, das klappt jetzt schon viel besser. Alter, hör auf, unsere Bude voll zu treiben. Wieso? Au! Ich hab nur ein halbes Leben, lass das! Hallo, das hat ein halbes Leben, mehr nicht? Ja, das ist der verfickte Slime, was erwartest du? Ich dachte immer, die hätten mindestens eins. Nein, ich bin einer von den ganz kleinen Slimes. Ach so. Du bist halt am Ende der Nahrungskette, ich verstehe. Ja. Gut, so, das war jetzt auch schon quasi alles wieder, was ich geplant habe. Ich bin sehr vorbereitet, müsst ihr wissen. Oh Gott, weißt du, was wir vielleicht noch machen könnten, nachdem das mit Portalen jetzt so gut funktioniert hat? Ich guck nochmal kurz nach dem Wunig-Altar, Sekunde. Dann schaue ich mal kurz in Ender.io, was wir da noch machen könnten. Nö, sieht relativ unbeeindruckt aus, das Ding. Na. Echt keine Ahnung. Crafter, Painting Machine, Power Monitor. Eine Farming Station könnten wir vielleicht machen. Alter, jetzt im Ernst, lass das! Ja, gut. Das ist jetzt entnervig. Da oben jetzt kein Travel Anchor mehr. Der ist jetzt da oben rechts in der Ecke. Pff, was soll ich denn so finde? Da muss man auch wissen, wo der ist. Ja, vielleicht sollten wir das doch in einer anderen Farbe machen, aber ich fand es eigentlich so sehr einheitlich. Na gut, was können wir noch machen? Ich bin jetzt echt überfragt. Wireless Charger konnten wir noch vergessen, ne? Ja, das war. Oh Gott. Ey, ich muss echt mal besser vorbereitet in die Aufnahmen reingehen. Nein, überbewertet. Wenn die kriegt man auch was auf die Reihe. Weißt du, was du vielleicht mal machen könntest? Was? Das ist ein bisschen langweilig, wenn ich das mache, aber könntest du vielleicht mal bei Botania irgendwie so eine kleine Hütte hinbauen? Dass das wenigstens nicht so ganz offen steht? Kann ich machen. Nur also, ich glaube, die Dayblooms zu überdachen ist keine gute Idee. Nein. Ich meine jetzt wirklich nur hier den kleinen Vogelbrunnen da und die Truhe. Achso, okay, ja gut, das kann ich machen. Weißt du was? Dann. Was? Mache ich was ganz anderes, was nicht so langweilig ist. Wir können ja einfach mal so aus Spaß machen, so. Alter. Wir können ja so einen kleinen Bauwettbewerb mal machen, wer ein schöneres Haus baut. Na lass mal. Nicht so meine Stärke. Ist doch scheißegal, Hauptsache wir haben was zu tun in der Aufnahme. Ich gehe langsam vor die Hunde. Gut, wenn ich mit der Hütte fertig bin, können wir mal gucken. Ich bin gerade am gucken, wo ich meine Chisel hingetan habe. Bisschen mehr Dissel. Oh.
Ich bin blind auf beiden Augen, habe ich die ganze Zeit im Inventar. Da ich aber gerade nicht gemorpht bin, mache ich mal ganz schnell hier Tag und dann baue ich mal da drüben bei der. Hier beim Portal baue ich jetzt mal eine Portalebene auf und hier ist ein Creeper. Und ein Mini-Zombie. Und ein Enderman. Der geht jetzt auf die Schnauze. Alter, doch ein Mini-Zombie. Will ich mich verarschen? Aber immer nie eine verdammte Axt im Haus. Nie. Baut ja doch eine über Tinkers. Wir haben jede Menge Cobblestone. Wir haben eine Axt. Alles gut. Boah, Enderman, du gehst jetzt drauf. Job. Enderperle! Yay! Na gut, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt die. Oh Gott, ist einer dieser Porter Creeper. Oh, zwei Enderfragmente. Was können die so? Die. Da kannst du. Wenn du 5 hast, kannst du dir, glaube ich, einen. Sammelschnell bauen. Eine Enderperle. Aber zum Glück merkt man noch gar nicht, dass ich gerade ein bisschen verzweifelt bin, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich machen soll in der Aufnahme. Wie gesagt, Plagen ist überbewertet. Ist echt so. Na gut, Chisel. Was kann man aus Cobblestone machen? Der sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also mit Chisel arbeite ich eigentlich auch relativ gerne. Schon wieder vergessen, was das Mistding überhaupt macht. Chisel? Du kannst halt die Blöcke komplett anders gestalten. Du kannst zum Beispiel Cobblestone was chiseln. Also transmogrifizieren oder wie? Ja, transnotifizieren, du hast recht. Mit etwas mehr M und O. Aber gut. Okay, trans-MMORPG-fizieren. Das war schon verflucht nah dran. Es waren mehr M's und O's drin. So. Weißt du, was ich dann auch direkt mal mache? Boss. Weil ich weiß, dass wir das auch noch brauchen werden, mache ich direkt hier neben dem Nether-Portal quasi das nächste Portal hin. Und das wird dann auch schon so insgeheim verraten, was wir in einer der nächsten Folgen dann mal vorhaben. Weil ich glaube, langsam können wir auch mal die erste Person einladen, oder? Von mir aus. Weil jetzt mal mehr ins Essen vorbereiten können wir momentan echt nicht. Meiner Meinung nach. Jo. Ich bin gerade so ein paar Blümchen am Sammeln. Ich glaube, ich verrate es hier immer mehr mit den Blumen. Dandelion, zwei Blümchen noch. Eins. Und zwei. Dann spreche ich nachher mal. Wenn die Person da ist, schreibe ich sie mal kurz an und frage sie, wann sie mal Zeit hätte. Dann müssen wir halt bis zu dem Zeitpunkt was aufnehmen und dann halt aufnehmen. Das ist aber wieder so typisch ist. Dann müssen wir halt bis zu dem Zeitpunkt aufnehmen und dann können wir aufnehmen. Mal endlich, endlich mal was Abwechslung in unserem Leben. Oh Gott, was brauche ich denn jetzt? Das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe ein Alzheimer-Gedächtnis. Ich glaube, ich sollte das mit dem Singen lassen, ne? Vielleicht. Wieso? Es war doch wundervoll. Wolltest du etwa sagen, meine Stimme ist hässlich? Ja. Einfach nur. Och, Mann, oh. Das ist doch perfekt, dass hier eine Wasserquelle ist. Ich will hoffen, dass das jetzt gleich auch klappt. Kannst du jetzt gleich mal kurz zu mir kommen? Kann ich mal. Ah, ich brauche noch was zu essen. Was? Ich habe nur ein Brot genommen. Komm mal einfach gleich zum Nether-Portal, ne? Jo.
der Zwischenzeit könnte ich nochmal das Weizen. Ah ne, das Weizen habe ich ja schon eben abge. Obwohl, die ist schon wieder nachgewachsen. So. Weiß ich jetzt, bist du schon da oder? Moment, ich bin noch kurz meine Brücke zum Bauen. Warte doch eigentlich auch mal eine Schüssel. Dann kannst du ziemlich cool bauen. Ja, was kostet die denn so? Das ist, glaube ich, ein Stick und ein Eisen. Okay, ja gut, dann hau ich gleich mal rein. Okay, gut, also worum geht's jetzt? Einfach mal zum Netherportal. Ja. Kannst du dich mal kurz daneben die 40 stellen? Da hab ich dabei. Aua. Nimm das einfach mal als Ja. Es klappt immer wieder. Ja gut, dass die Scheiße passiert, war mir klar, aber... Hast du mir denn gerade nicht an dir in die Fresse geklatscht? Nein, das war, das ist das sogenannte Twilight Forest Portal. Da bin ich natürlich auch mal gerade aus Versehen reingegangen. Oh, nee, timed out. Boah, gut, was hast du erwartet? Ja, Standard. Der Server ist bei dir auch nicht erreichbar? Ich bin gerade theoretisch am Joinen. Ah, jetzt ist er. Theoretisch. Jetzt wird er wieder angezeigt. Ja, der hat eine komplett neue Welt erschaffen. Ah, jetzt wird es auch bei mir richtig angezeigt. Du bist am Twilight Forest, oder? Ja. Da gehe ich mal. Gehe ich auch mal ganz kurz rein, damit es nicht so krass leckt. Es leckt krass. Ja, weil wir gerade eben zwei Welten geladen wurden. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier am Twilight Forest. Wow. Für diejenigen, die es nicht wissen, was es ist ein gigantischer Wald. Gigantischer, tödlicher Wald. Ja. Und bevor du jetzt hier großartig wegfliegst, solltest du dir den Weg unten machen. Ausnahmsweise. Aber erst töte ich das da, was auch immer das ist. Okay. Twilight Hunter. So generell, der Twilight Forest ist eigentlich relativ cool. Es gibt hier ziemlich viel zu entdecken. Also, ihr seht schon, es gibt ja auch unterschiedliche Bäume. Zum Beispiel hier. Canopy oder... Teil.tflog.12.name. Oh ja, die Baumsorte kenne ich, das ist mein Lieblingsbaum. Dann gibt es hier noch solche Ruinen und dann gibt es hier Vogel, Eber. Ich glaube, die heißen Eber. Ist auch ziemlich cool zum Erd zu fahren. Aber, Alter, wie nice. Oh, hier ist noch was Eisen, das fahre ich mal ganz schnell ab. Und ist das hier sogar eine dieser Positionen? Ich glaube schon. Jawohl. Hier kann man nämlich auch Truhen finden, wie diese. Und hier... Alter, wir haben eine Kartoffel. Gott, die musst du direkt aufessen, so wie ich mit unserer letzten Möhre. Ja, ich habe aber schon eine gefunden. Neue gefunden. Oh, ist ja langweilig. Ja, dezent, ne? Dann gibt es hier auf. Wölfe? Alter, die müssen wir uns eigentlich zähmen. Boah, wäre eine Idee. Ja. Alter, da drüben sind auch Pilze. Also, es gibt hier schon einiges zu entdecken, wie ihr seht. Und wir sind jetzt wirklich nur so ein paar Meter weggegangen. Oh, hier haben wir auch einen kleinen Dungeon. Hier ist ein Labyrinth. Oh, cool. Ich komme mal schnell vorbei. Wo bist denn du? Quasi 100 Meter vom Portal entfernt. Okay. Ich stelle mich mal hier ganz kurz als Mensch drauf. Aber ich wechsle mal ganz schnell die Aufnahme, weil die ist jetzt schon wieder 19 Minuten lang, haben wir es doch geschafft. Lass mal das mal die Ecke dann nochmal in der nächsten Aufnahme kurz erkunden und gehen dann zurück. Weil wir okay. Wollen jetzt nicht so viel vom Twilight Forest erforschen. Ne? Ja, würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.